Die Armut schreitet fort und damit auch der Reichtum, allerdings bei den anderen. Über Hartz IV reden heißt, die Aufteilung der Menschen in ökonomische Klassen voraussetzen. Und da macht Fordern und Fördern Sinn. Fordere ich aber von Menschen, die mit 432 Euro nicht auf der Gewinnerstraße sind, sich proaktiv um einen Arbeitsplatz zu kümmern, dann verhöhne ich oft genug diese Menschen und weide mich an ihrer oft genug eingetretenen Hoffnungslosigkeit. Das tun die, die zur Hebung ihres privaten Reichtums Arbeitsplätze vernichten und dafür nie, ich betone, nie zur Rechenschaft gezogen werden. Egal, woher sie ihren Reichtum und ihre daraus entspringende Macht nehmen. Zu viele bleiben zurück. Über Hartz IV reden heißt, über 6,7 Millionen Menschen bei uns und zu viel Reichtum in den Händen einer unsozialen Minderheit reden. Deren Geld und damit Macht nahm allein im Jahr 2019 um 25% zu. Sie nahmen Arbeitsplätze, saubere Natur, die ökologischen Gleichgewichte und reden uns ein, kauft, was das Zeug hält. Eine Hartz-IVlerin oder ein Hartz-IVler hat ausreichend zum Leben, wird behauptet, bei uns. Die oben fürchten, striche man noch ein paar Euros, könnten sie murren, öffentlich murren, vielleicht sogar eine Umverteilung fordern. Ja, hallo, mein Name ist Bettina Kenter-Götte. Ich bin Schauspielerin und Autorin. Ich habe dieses Buch geschrieben, dieses harzkritische Buch, und war damit jetzt schon 20 Monate auf Lesereise bei über 50 Veranstaltungen. Und zuletzt im Dezember bin ich im Bundestag aufgetreten bei der Veranstaltung Mehr als 15 Jahre Kampf gegen Hartz IV. Diese Frage, die gestellt wurde, ist wichtig. Hartz IV ist ein System der Angst. Hartz IV ist ein Armuts- und Ausgrenzungsgesetz. Hartz IV ist die Schreckenskammer der Gesellschaft. Hartz IV ist absurd, brutal, menschenverachtend, kontraproduktiv und in weiten Teilen rechtswidrig. Das Letztere hat das Bundesverfassungsgericht mit dem sogenannten Sanktionsurteil am 5. November 2019 bestätigt. Es ist amtlich geworden, dass fast 15 Jahre lang Millionen von Menschen in diesem Land verfassungswidrig behandelt wurden und um Milliarden eingesparter Sanktionseuro beraubt. Das muss man mal tief in sich eindringen lassen. Wenn gefragt wird nach Fördern und Fordern, dieser Slogan klingt sehr gut aus der Werbeabteilung der Hartz-IV-Gesellschaft. Aber es ist so, dass eigentlich kann man niemanden fördern, der Angst hat. Und alle Hartz-IV-Beziehenden haben Angst. Nicht jeder, nicht jede ist von einer Sanktion betroffen, aber alle haben Angst davor und jede Sanktion ist eine Hungerstrafe. Das können wir vielleicht dann noch erweitern. Ja, fordern und fördern, das sind zwei Begriffe. Mike Gallen ist mein Name. Ich bin bei der katholischen Kirche für Arbeitslosenseelsorge zuständig. Und fordern und fördern heißt zunächst, dass der Staat offensichtlich weiß, was gut ist für die Menschen. Irgendwie finde ich das nicht nur irgendwie, sondern ja paternalistisch.
Ich weiß, was für dich gut ist. Ich fordere dich und ich fördere dich. Und das finde ich, ist vom Menschenbild her, wie wir als Gesellschaft leben wollen, völlig daneben. Ich hoffe, dass da ein anderes Denken in Bewegung kommt. Bei dir? Ja, unter Fördern und Fordern verstehe ich natürlicherweise, wie wahrscheinlich die meisten in der Gesellschaft, das Gleiche oder wie soll ich sagen, die Gleichberechtigung. Das heißt, das Arbeitsamt, das Jobcenter fördert mich und ich darf auch fordern. Und natürlich gilt auch umgekehrt das Gleiche. Theoretisch. Theoretisch, genau. Ich glaube, davon sind wir auch im Allgemeinen erst einmal ausgegangen. Die Praxis lehrt uns natürlich dann das eine oder andere. Und mittlerweile können wir, glaube ich, nicht abstreiten, dass dass einige Jobcenter eben auch übers Ziel hinausgeschossen sind. Was jetzt so... Nein, es war verfassungswidrig, nicht übers Ziel hinausgeschossen, sondern gezielte, gewollte, verfassungswidrige Behandlung von Millionen von Menschen. Und man muss auch sagen, wer ist dafür verantwortlich? Das wird ja auch gefragt. SPD und Grüne waren verantwortlich. Die Grünen sind mittlerweile abgerückt. Auch in der SPD sind viele nicht mehr damit einverstanden, mit diesem Schreckenssystem. Aber das muss man sich klar machen, was da wirklich passiert ist. Und der einzige Ziel und Zweck von Hartz IV, den hat der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos ja ganz klar benannt. Er hat gesagt, wir haben einen der besten Niedriglohnsektoren aufgebaut, die es in Europa gibt. Das und nichts anderes war der Zweck von Hartz IV. Und man muss auch sagen, es gab ja vorher ein System, was einigermaßen funktioniert hat mit Arbeitslosenhilfe, die wurde abgeschafft. Und indem man den Satz künstlich runtergerechnet hat, wurden jährlich 12 Milliarden Euro eingespart. Und die wurden benutzt zur Senkung des Spitzensteuersatzes und werden seither jährlich dazu benutzt. Das heißt, das Geld seit Errichtung von Hartz IV ist kontinuierlich von den Taschen der Armen in die Taschen der Reichen geflossen. Also die Umverteilung funktioniert sehr gut, nur in die falsche Richtung. Dem kann ich jetzt nicht widersprechen, dass die Sätze künstlich runtergerechnet worden sind zum 1.2.2005. Nur der Niedriglohnsektor, der hat ja vorher schon bestanden und war in Angriff genommen worden und Hartz IV als solches ist ja eine Zusammenlegung oder ja. Nein, es ist keine Zusammenlegung. Es ist abgeschafft worden. Es wird immer gesagt, es war eine Zusammenlegung. Die Arbeitslosenhilfe ist abgeschafft worden. Die Zusammenlegung ist ein Märchen aus der Hartz IV-Märchenkiste, die immer wieder erzählt werden, die aber trotzdem falsch sind. Ja, aber das Arbeitslosengeld, also die Arbeitslosenhilfe war ja im Prinzip auch eine Sozialleistung. Und keine Versicherungsleistung wie beim ALG I. Das muss man dann auch da einmal unterscheiden. Aber es war ein riesiger Unterschied. Und die Zusammenlegung fand ich insofern ganz produktiv, weil es, was für mich unverständlich war, diejenigen, die nicht gearbeitet haben oder aus irgendwelchen Gründen nicht arbeiten konnten vorübergehend, die hatten natürlich einen Anspruch auf Sozialhilfe. Und da wurde aber nie verfolgt, dass die irgendwann einmal arbeitsfähig sind. Das habe ich eigentlich nie verstehen können. Insofern fand ich das in Ordnung, dass eben jetzt alle Arbeitsfähigen, egal aus welchem Grund sie plötzlich ohne Arbeit gewesen sind, dann beim Jobcenter in Anführungsstrichen gemeldet sind und eben auch einen Anspruch auf Arbeit haben. Wie viele sind wirklich in eine ordentliche Arbeit vermittelt worden? Das möchte ich gerne mal in Zahlen wissen. Also nochmal zur Arbeitslosenhilfe. Unbedingt, ganz wichtig, Arbeitslosenhilfe. Das Schonvermögen war höher. Es war eine Lohnersatzleistung. Sie war auch steuerfinanziert. Es war eine Lohnersatzleistung. Die Leistung war höher, das Schonvermögen war höher, die Zuverdienstmöglichkeiten waren höher und es wurden Rentenbeiträge gezahlt. Das alles ist bei Hartz IV nicht mehr der Fall. Und da kommen wir gleich auf das Thema Altersarmut, denn wer damals länger in Arbeitslosenhilfe war, konnte eine Lebenskrise einigermaßen überbrücken. Wer heute bei Hartz IV ist, länger, ist automatisch in der Altersarmut. Und das Ergebnis sehen wir ja hier schon seit 15 Jahren. Es ist ein Skandal, was hier passiert.
Ich glaube, wir sind schon, müssen schon zur nächsten Frage übergehen, oder? Das ist ja auch das, was ich über die Jahre schon immer bemängel und ja auch sage. Das sind diese indirekten Kürzungen. Und genau das mit den Beiträgen zur Rentenversicherung, das waren ja letztendlich immer indirekte Kürzungen. Zunächst wurden ja auch beim ALG II die Beiträge entsprechend abgeführt in voller Höhe. Dann wurde entsprechend gekürzt um 50%. Und dann halt noch einmal, das waren in drei Schritten. Und im dritten Schritt hat es dann geheißen, ja, für die 2 Euro brauchen wir dann auch keine Beiträge mehr zahlen. Und das sind für mich indirekte Kürzungen, die aber eben irgendwie keiner wahrgenommen hat oder nicht wahrnehmen wollte. Aber das ist alles gewollt. Es ist alles gewollt. Wir müssen doch hier nicht so tun, als ob Hartz IV irgendwie vom Himmel gefallen wäre. Es ist mit der Bertelsmann Stiftung und mit der Wirtschaft ist es ganz gezielt gemacht worden, um hier den Niedriglohnsektor auszuweiten bis zum geht nicht mehr. Für mich ist gewollt zu kurz geschnitten. Ich finde, und ich habe das öfter mal gesagt, es ist inzwischen ein System. Es ist nicht ein persönlicher Wollen von bösen Menschen. Darum geht es jetzt nicht. Wir haben ein sündhaftes System und Systeme zu ändern. Das ist unsere Herausforderung und das ist das, was es schwierig macht. Ja. Insofern nur Anklagen wegen irgendwelcher Personen ist ein bisschen zu kurz. Keine Person, ein System. Und um was zu ändern, muss man es erstmal genau benennen. Ja, klar. Darum geht es mir. Also ganz klar benennen, was sich hier abspielt. Ja? Was sich entwickelt hat, das muss man ja auch sehen. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, der Stand, der heute eben aktuell ist, dass der von vornherein bestanden hat und dass es auch von vornherein so gewollt ist. Das hat sich entsprechend entwickelt. Ja gut, aber aufgrund der Sachlage, dass im Nachhinein, weil angeblich die Kosten in die Luft gehen, wie es so schön heißt, ist man auf den Trichter gekommen, natürlich zu kürzen. Und wo kürzt man am besten? Da, wo halt die Masse ist und wo am meisten zu holen ist. Das ist halt ganz normal. Aber wir gehen nicht ein bisschen weg vom Thema, von der Frage, die wir haben. Ne? Und wir haben auch, glaube ich, schon diese Frage. Jetzt müssen wir, glaube ich, mal auf die Uhr schauen und mal uns der nächsten Frage widmen, oder? Okay. Moment. Ja. Warte, zeig erst. Ich muss erst. Ja, wie erwähnt, ich bin Seelsorger, aber das bedeutet, da habe ich immer kämpfen müssen mit diesem Begriff, weil es klingt auch manchmal nur für so einzelne Seele zuständig ist, aber eine Seele existiert nicht so allein ohne Körper, Leib und Geist. Und in diesem Pastoral geht es auch darum, die eigentlichen Experten für Arbeitslosenarbeit zu ermündigen, dass die mal auch aufstehen und dass die mal laut sagen, was ist. Ich kann als Experte von außen nur anfangen damit. Was ich aber merke, und das ist von der Politik hier, aber da ist auch der Scham als zentraler Begriff für mich, wie es sich auswirkt bei den Menschen, dass man sich nicht traut, auch dann aufrecht zu stehen. Und heutzutage erlebt man immer wieder, wie das Schamhafte auch in der Gesellschaft sichtbar wird. Jetzt ein ganz konkretes Beispiel. Hier im Großraum München haben wir ein Sozialticket. Und Gott sei Dank ist dieses Sozialticket nicht nur in München und Landkreis München, sondern in den anderen Landkreisen drumherum. Wenn man die Informationszetteln sieht, auch in den Schaukasten wird aufgeführt, wer alle betroffen ist und was die zahlen müssen. Aber eine Spalte fehlt. Sozialticket. Die Gesellschaft schämt sich. Mhm. Und ich meine, was mich wütend macht in diesem Zusammenhang, es ist was Aktuelles, ist das
es wurde dann gesagt, ja, wenn es so weit ist, dass wir das Sozialticket dann insgesamt haben im VV, dann fällt diese Zeitbegrenzung vor 9 Uhr weg. Genau, muss auch. Muss auch. Aber was ist? Für Senioren ist weggefallen. Ja, genau, ich habe mich gefreut dieses Jahr. Ja. Aber für die, die es am meisten brauchen? Ja, da ist wieder... Gar nicht. Ja. Bei den Sozialtickets habe ich gesehen, vielleicht will man ja den Kunden auch entsprechend schützen, dass er nicht anklickt, Sozialticket, dass die anderen, die hinter einem stehen, das mitbekommen. Soweit ich das weiß, muss man da so eine vierstellige Nummer eingeben. Und danach ist es entsprechend kodiert, dass das Sozialticket für einen gewissen Raum gilt. Ob das jetzt noch so ist, weiß ich nicht. Für Fürstenfeldbruck haben wir ja momentan noch kein Sozialticket. Für MVV genau. Fürstenfeldbruck haben wir es. Was jetzt ansteht, ist, dass dieses Sozialticket Fürstenfeldbruck nicht nur ein S-Bahn, ja, genau. Sondern es muss dann bedeuten Landkreis. Zum Beispiel. Es muss auch bedeuten, dass Schwimmbad günstig ist. Ah, eine andere Art. Genau, das ist ein anderes Sozialticket. Es muss, ich meine, die Sozialtickets, München Sozialpass, Landkreis Sozialpass, ja. Da sind überall im Landkreis bzw. in der Stadt München Vergünstigungen für die Menschen. Genau. Und das ist in unserem Landkreis hier in Fürstenfeldbruck gar nicht angefangen. Mhm. Ich finde, das steht wirklich sehr an. Wie wirkt diese Politik auf Betroffenen aus, war unsere Frage. Und ich würde da gerne ein Stückchen lesen, wie sich das auswirkt. Sind 2 Minuten ungefähr. Sollte sie sagen, ich habe kein Geld, also inwieweit kann man sich outen? Ich habe kein Geld, ehrlich. Nein, ich meine nicht, ich habe nichts mehr in der Tasche und muss erst zur Bank. Ich meine, ich habe kein Geld. Keinen Shoppingschotter, keine Reiserücklagen, keine Piepen für Wellness, keine Kohle für Kino, keine Knete für Krapfen, kein Moos für den Cappuccino im Café, keinen Zaster für eine halbe im Biergarten, keine Mäuse für Sprachkurs oder Restaurantbesuche, keinen Cent für Druckerpatronen, keinen Euro für Mitbringsel, keine Kröten für Blumen und keinen Schein für einen Christbaum, denn auch der dafür vorgesehene mickrige Betrag, Schnittblumen, wurde gestrichen. Für Bildung gesteht man mir 1,39 Euro zu im Monat. Die für Freizeit, Kultur, Unterhaltung inklusive Schreibwaren gewährten 39,96 gehen zur einen Hälfte für die Schreibwaren drauf, zur anderen für Haftpflicht, Hausrat und Unfallversicherung. Der eckregelsatzrelevante Betrag von 7,16 Euro für Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen fließt an Gewerkschaft und Mieterverein. Die für Verkehr erlaubten 22,78 reichen bei Weitem nicht aus und müssen mit dem Satz Bekleidung und Schuhe 30,40 aufgestockt werden. Und den Elendsetat für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke von 3,98 pro Tag kann ich nicht ausschöpfen, weil ich Medikamente kaufen muss. Und so gehe ich zur Tafel, weil das bisschen Geld selbst für Lebensmittel nicht reicht. Versteht ihr? Versteht ihr denn nicht? Versteht das denn niemand? Versteht denn niemand irgendetwas? Sollte sie das alles sagen? Nein, das konnte sie nicht sagen. Sie wusste, dass wer nicht dort war, sich das nicht vorstellen konnte. Sie wusste, dass wer noch nicht dort war, sich das auch gar nicht vorstellen wollte. Geschweige denn glauben. Also, was sollte sie sagen? Andererseits, wie kann man schweigen, wenn man etwas gefragt wird? So fing sie an, Menschen zu meiden, die ihr hätten Fragen stellen können. So fing sie an, Menschen zu meiden. Ja. Im Prinzip stimmt es ja schon. Keiner spricht darüber, dass er kein Geld hat. Ich bin allerdings der Ansicht,
dass wenn die Einkommenssituation sich einfach ändert, zum in Anführungsstrichen negativen, dann muss man mit dem Neuen, was einem zur Verfügung steht, haushalten. Jeder kommt ja jetzt auch aus einer anderen Lebenssituation oder ist da reingerutscht. Und ich weiß auch nicht, wo man da die Grenze setzen soll. Soll man jetzt Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung, soll das jetzt der Sozialstaat auch übernehmen? Der eine hat es, der andere nicht. Es geht ja jetzt nur hier darum, wie sich es auswirkt auf die Menschen. Ja, genau. Es geht ja jetzt gar nicht darum, was sein soll und was nicht. Es geht jetzt darum, wie wirkt es sich auf die Menschen aus. Warum sagen sie es nicht? Weil sie Angst haben. Weil die Missachtung, weil die Diffamierung der Armen, keine andere Minderheit dürfte heute noch so diffamiert werden, wie die Armen täglich diffamiert werden, auch in der Presse, die stets als faul und ich weiß nicht, was hingestellt werden. Natürlich sagen die dann nichts mehr. Darum kann man doch nicht drum herum reden. Man muss doch mal anfangen, nach 15 Jahren Klartext zu reden, was in diesem Land wirklich passiert. Ja, aber in den Hartz-IV-Sätzen ist nun mal diese Haftpflichtversicherung nur als pauschal vorgesehen. Und wenn ich halt mehr zahlen muss als diese 30 Euro, die mir aber erst einmal nur zustehen, wenn ich auch ein entsprechendes Einkommen habe oder überhaupt noch ein Einkommen habe, ansonsten fällt es weg. Und wenn ich aber vorher schon eine Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung habe, dann muss ich die aus meinem Regelsatz zahlen, obwohl die da nicht vorgesehen sind. Und das ist das Strom Problem. Strom ist völlig, Strom ist unterdeckt, dadurch kommt es zu Zimmerbränden, dadurch kommt es zu Toten. Wir müssen doch hier nicht von Hölzchen auf Stöckchen kommen, wir müssen doch mal das große Bild hier entwerfen. Wie wirkt es sich auf Menschen aus? Ich habe gesagt. Es wirkt sich ganz konkret aus. Ja, okay. Wenn man einfach jemand die Zähne nicht reparieren lassen kann. Genau. Ja, aber das ist es. Oder er kann nicht zum Baden gehen, weil er ja eben für seine Versicherung das zahlen muss, weil er die nicht aufgeben möchte, was ja auch verständlich ist. Und ich kenne Leute, die wohnen in einem Block von Wohnungen, gehen aber tagsüber, wenn die aus dem Haus wollen, durch die Tiefgarage, weil die nicht gesehen werden wollen. Ja. So wirkt sich's aus. Und ja, arm an Geld ist aber nur das eine. Es ist, ja, natürlich sehr arm, wichtig. Arm an Kontakte. Menschen, die. Aber arm an Geld macht arm an Kontakte, wenn ich nicht mal mehr mit jemandem Bier in den Biergarten gehe. Ja, komm, aber sicher. Aber logisch, aber selbstverständlich. Selbstverständlich. Wenn ich Schauspieler. Darf ich ausreden? Ja, natürlich. Danke. Arm an Kontakte, Leute, die dann arbeitslos geworden sind und die haben Angst, mit anderen Leuten darüber zu reden, aber arm an sinnvoller Tätigkeit. Und deswegen machen die Leute auch diese 1-Euro-Jobs und auch wenn die kein Euro haben, gehen die weiterhin zu diesen Sozialbetrieben, weil die immerhin Kontakte haben und sinnvoll was tun. Goethe hat es gesagt, das ist für mich so ein Schlüsselsatz. Bestimmung des Menschen ist das Tätigsein. Und wenn man gar keine Tätigkeit hat, wie der Mensch sich verliert. Also, da muss ich etwas richtigstellen. Wir reden nicht von Arbeitslosen. Es ist ein kleiner Teil arbeitslos bei Hartz IV. Ich glaube, die 40% der alleinerziehenden Mütter, die auf Arbeitslosengeld II angewiesen sind, denen mangelt es nicht an Tätigkeit. Und auch den pflegenden Angehörigen, die bei Hartz IV sind, meistens auch Frauen, denen mangelt es nicht an Tätigkeit. Und ich glaube, auch die chronisch Kranken und die Behinderten haben genug zu tun. Und dann gibt es ganz viele, die aufstocken. Ja? Mein Begriff war sinnvolle Tätigkeit. Und das Problem ist, dass es so sehr in unserer Gesellschaft verbunden mit Geld ist, inwiefern es als sinnvoll gesehen wird. Zum Beispiel dieser Begriff Muttis. Auch Frauen mit oder ohne Kinder bezeichnen sich selber als Mutti. Und das ist aber selbst sich herabwürdigen, weil es nicht anerkannte Arbeit ist. Verstehe ich jetzt nicht. Die wird zwar gewürdigt, aber eben nicht anerkannt als solches. Ja.
Ja, mein Name ist Friedhelm Engelhardt. Ich komme jetzt dann zu der nächsten Frage. Ich bin hier in Fürstenfeldbruck vom Selbsthilfeverein ISB und den betreibe ich schon seit 2008. Jetzt geht es um die Erfahrungen in der Betreuung. Unsere Erfahrung ist, dahingehend, also die guten, fangen wir mal mit dem Positiven an, aufgeschlossene Personen kommen zu uns, die fragen im Vorfeld schon und erkundigen sich danach, wie Anträge zu stellen sind, wo Anträge zu stellen sind. Und da helfen wir ihnen dann und ja, im besten Fall läuft es natürlich positiv über die Bühne. Und insofern kann ich sagen, da macht die Arbeit wirklich Spaß. Bei den schlechten Erfahrungen ist es so, oft ist das Kind dann schon in den Brunnen gefallen und die Leute kommen mit ihren Unterlagen zu spät, sodass man im Nachhinein eigentlich relativ wenig machen kann. Man kann dann nur versuchen, mit dem Jobcenter in Verbindung zu treten und dann gemeinsam mal nach einer Lösung suchen. Die Hilfeleistungen, die wir geben, sind eben entsprechend Antragsausfüllung, Beratung ganz generell. Wir klopfen also auch erst einmal im Vorfeld ab, wie die Situation der Familie ist oder des Einzelnen, um dann zu eruieren, wo welche Anträge gestellt werden können und ersparen damit den Zirkel durch verschiedene Ämter zu laufen, um zu fragen und dann abgewiesen zu werden. Und insofern sehen wir das als Abkürzung, um eben zu entsprechenden Zuschüssen zu kommen und ja, gleich im ersten Anlauf an die richtige Stelle zu kommen. Und was ja, wie der Mike vorhin schon gesagt hat, die Einsamkeit, oder das niedrigschwellige Angebot, um eben mit Leuten in Kontakt zu kommen. Man muss halt Angebote auch in den Raum stellen, damit eben Personen und Familien mit geringem Einkommen die auch wahrnehmen können. Wenn man halt in der Gesellschaft schaut, alles ist natürlich monetär aufgebaut, überall kostet es einen Eintritt, kostet der Kaffee oder mit Kindern essen gehen. Das ist dann schon wirklich richtig teuer und gerade für eben Hartz-IV-Familien mehr oder weniger unerschwinglich und die absolute Ausnahme. Und da fehlt es einfach an Angeboten, an niederschwelligen Angeboten, um eben ja, in Kontakt treten zu können. Weil das eine ist natürlich das wenige Geld, das einem zur Verfügung steht. Und auf der anderen Seite natürlich möchte man natürlich mit anderen Leuten auch noch in Kontakt bleiben oder eben neue Kontakte aufbauen. Und da stellt sich bei uns in den Beratungen dann eben natürlich heraus und die freuen sich, dass es eben ein entsprechendes Angebot gibt bei uns. Ist halt jetzt die Ausnahme. Und dass die Leute in Kontakt kommen mit anderen, genau, zusammen. Ja. Genau, weil das ist ja der Grund unseres Treffens immer jeden Freitag, dass wir das niederschwellige Angebot zur Verfügung stellen, dass sich die Personen austauschen können. Wir sind da immer nur begleitend dabei und man soll auch selber in Kontakt treten dann mit den anderen Leuten, mit den Fremden, den Horizont erweitern, gemeinsam was unternehmen, wieder in die Selbstständigkeit kommen, ohne zu vereinsamen, weil die Vereinsamung ist, glaube ich, das eigentliche Problem. Und ja, klar, dann natürlich das geringe Geld, was man dann zur Verfügung hat. Aber jeder sieht halt, dass er mit dem auskommt, was ihm zur Verfügung steht. Und ja, man muss dann natürlich nach neuen Wegen suchen. Und ja, ich sage jetzt einfach mal, vielleicht selber mal Gemüse anbauen. Das ist natürlich alles so zeitaufwendig. Oder selber kochen, das kennen wir alle irgendwie aus dem FF, wird ja auch ständig gesagt. Und aber wer kann das denn auch noch? Das ist ja dann das Nächste. Also wenn ich jetzt wieder frisch kochen will und habe es nie gelernt, wo bekomme ich jetzt einen Kochkurs, wo ich das Kochen lernen kann? Das ist das riesige Problem. Aber wenn ich das jetzt wahrnehmen kann, habe ich wieder eine andere Möglichkeit, mit anderen, ich sage es jetzt einmal vorwiegend Frauen, ins Gespräch zu kommen und dann auszutauschen. Und man trifft sich dann auch außerhalb des Kurses.
Das ist so ganz normal. Wobei wir müssen auch erwähnen, dort wo es auch dann Probleme gibt mit den Ämtern, ja. Und gerade in den Übergangssituationen. Mhm. Ein Übergang ist ganz konkret, wenn ein Kind in einem SGB-II, Hartz-IV-Haushalt dann zum Beispiel in der Lehre geht und er Geld verdient. Mhm. Ein Problem. Und dann der Anrechnung. Die Anrechnung, genau. Es wird dann erwartet, dass das Kind, der vielleicht dann 500 Euro im Monat bekommt, wie viel muss er dann abgeben daheim? Ja, das ist das Problem. Also die Fälle hatte ich auch öfters. Und da sehe ich eigentlich das Jobcenter dann in der Pflicht, dass die dem Kind dann auch begreiflich machen, tut mir leid, aber es ist auch deine Pflicht, dann deine Eltern zu unterstützen mit deinem Ausbildungsgehalt. Widerspricht natürlich dem, andere Familien lassen dem Kind die Ausbildungsvergütung zu 100% und derjenige, der aus einer Hartz-IV-Familie kommt, der muss die Miete zahlen, der muss was für die Waschmaschine, für den Strom und so weiter. Also eigentlich schon selbstständig leben. Hart. Und das ist hart. Ja. Genau, das ist sehr hart. Also ich würde gerne was grundsätzlich sagen. Es gibt also diese Betreuung, Beratung, Hilfeleistung. Worum geht es da? Was ich sehr bedenklich finde grundsätzlich ist, ich habe auch gute Erfahrungen gehört, dass Menschen beim Jobcenter sehr hilfreich waren. Ich habe auch sehr viele andere Beispiele gehört. Das Schlimme ist, hängt mein Schicksal davon ab, zu welchem Sachbearbeiter oder Fallmanager ich beim Jobcenter komme. Also ich wundere mich, dass hier nicht mehr ein paar negative Beispiele gesagt werden, denn, möchte ich jetzt kurz da ausführen, denn ich höre bei meinen Veranstaltungen mit dem Buch jedes Mal schreckliche Geschichten, und zwar Bezugszeiträume, in 6 Bezugszeiträumen, 5-mal Geld nur mit Rechtsbeistand, erstes Geld nach durchschnittlich 12 Wochen, oft zu wenig, falsche Bescheide, wissen wir ja, dass 50% der Bescheide falsch sind, eine Nachzahlung von 500 Euro erst nach 3 Jahren, während eines Klinikaufenthaltes Miete um 70 Euro gekürzt, einfach so, ohne Begründung. Das geringe Geld wird oft zu spät ausgezahlt oder aus verschiedenen Gründen gekürzt. Es gibt Hauskontrollen, ich habe das persönlich nicht erlebt. Es werden unsinnige Maßnahmen, also ich habe selber nach 40 Jahren Berufstätigkeit als Schauspielerin, habe ich einen Buchhaltungskurs gemacht, fand ich auch sehr interessant, ist aber reine Steuerverschwendung, weil man nach 40 Jahren eine mäßig begabte, mathematisch begabte Schauspielerin sicher nicht mehr als Buchhalterin einstellen wird. Das ist alles, das ist lächerlich. Und ich höre so viele furchtbare Geschichten. Und eine junge Frau hat mir erzählt, sie ist im 5. Monat zum Jobcenter gegangen und hat Babykleidung beantragen wollen. Und da hat man ihr gesagt, das können Sie erst nach der Geburt, weil vielleicht wird es ja eine Totgeburt. Und diese Geschichte habe ich einer anderen Jobcenterleiterin erzählt, die bei meiner Veranstaltung war. Und da hat sie gesagt, naja, aber das ist ja auch so. Was ist das für ein Geist? Oder hat sich das, ist das, höre ich da nur Ausnahmen? Weil bei 20.000 Buchkilometern, bei über 50 Veranstaltungen, höre ich die schlimmsten Geschichten und hier höre ich nichts Negatives eigentlich. Wundert mich. Genau, weil... Muss man sich gut stellen im Jobcenter? Nein, nein, muss man nicht. Man muss ein Miteinander finden. Natürlich gibt es Mitarbeiter, ich sage, es gibt gute Mitarbeiter, mittelgute und eben schlechte Mitarbeiter. Aber mein Schicksal darf nicht davon abhängen, doch, an welchen Menschen davon, ich... Ist aber davon ja, aber das abhängig. Ist unglaublich. Ja, das ist nicht unglaublich, das ist Realität. es gibt Jobcenter, die haben eben vernünftige Mitarbeiter, da läuft es auch alles wunderbar. Und bei anderen eben nicht. Und denen muss man dann eben halt auf die Füße treten. Das ist schon klar. Und ich sage immer, es ist immer sehr menschlich. Ja. Es gibt sogar sehr unmenschlich, würde ich mal sagen. Menschlich in dem Sinn, dass die Menschen so unterschiedlich sind. Das meine ich. Und welcher Mensch man gerade begegnet dort, kann unmenschlich handeln oder menschlich handeln. So geht's zu. Und ein Beispiel war das mit den Kids, die in die Lehre gehen. Man kann, wenn Kinder auf der Welt kommen, wenn in der Arbeitslos gegangen wird, immer wieder diese Übergangssituationen, wo das Geld ausbleibt und ausbleibt. Und dann gibt es immer wieder neue Vorgehensweise. Jetzt gibt es elektronische
Daten, alles muss gescannt werden, aber wie wird es gescannt in München? Zunächst wird alles kopiert und dann wird alles nach Nürnberg genommen und dort in Nürnberg wird es kopiert und so weiter. Es ist eigentlich der Wahnsinn. Ja, und dann geht es auch manchmal einfach verloren. Ne? Also bei mir hat nicht mal Verdi geholfen, als die Akten verschlammt waren, sondern da musste der Bürgermeister von Puchheim einschreiten. Auch noch zusätzlich zu Verdi. Und ich bin kein Einzelfall, ich weiß es. Ja. Ja, das ist menschlich, passiert. Oder wie? Ja. Nein, passiert. Das darf nicht passieren. Naja, es darf nicht passieren. Es ist die Regel, wenn 50% aller Bescheide falsch sind, dann ist das ein verrottetes System. Entschuldigung, also, muss man also einfach wir sagen. Wir verteidigen das System nicht. Ja, klingt aber so für mich manchmal. Ja, das mag sich so anhören. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, aus meiner Erfahrung ist es so, dass gerade solche Argumente, wie jetzt gerade geschildert worden sind, dass die meisten alle aus dem Kontext sind. Man muss das gesamte Bild sehen. Und dann stellt sich aus meiner Erfahrung immer heraus, wie 50% der Bescheide sind falsch. Ja, warum sind sie falsch? So, und das hat natürlich und kann auch verschiedene Ursachen haben. Nämlich, dass einfach falsche Angaben gemacht worden sind oder Übertragungsfehler dastehen und logischerweise werden die dann später irgendwann einmal korrigiert. Und immer zu Ungunsten der Armen, ist aber komisch. Naja, es geht ja auch darum, so komischer Zufall. Nein, es geht ja auch darum, dass der Staat eben nicht möchte, dass er zu viel zahlt im Vorfeld, weil er nämlich Probleme mit der Rückforderung hat, mit der Rückzahlung. Und das ist auch Fakt, das muss man ja auch erwähnen. Und die Armen haben Probleme mit der Forderung. Da kann es bis zu 7 Jahren dauern, dass ich das Lebensminimum kriege. Das Überlebensminimum. Bis zu 7 Jahren. Ja. Menschlich? Skandal, ein Skandal. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber das natürlich ist es dann in dem Moment ein Skandal. Nur in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass diese Fehler, Bescheidfehler, hausgemachte Fehler sind, auch vom Antragsteller. So. Ja, und er versäumt dann die sind immer schuld. Nein, es sind nicht immer schuld. Er weiß es ja auch unter Umständen nicht oder ist überfordert. Ich finde es schlimm, dass Sie diese Argumente übernehmen, die täglich uns durch die Zeitung uns weismachen wollen, dass die Armen blöd sind und faul und idiotisch und selber schuld sind. Ja, wir müssen zur nächsten Frage, Gott sei Dank. Ich sage jetzt nicht. Ja, Bundessozialgerichte. Ihr Thema. Ja, einfach nur, das bleibt abzuwarten. Ja. Wir haben Elemente des Strafrechts sind eingegangen in das Sozialrecht. Also es wurden bis vor kurzem, bis zum November 2019, Millionen von Menschen schlimmer bestraft, als ein Mörder bestraft werden darf. Denn dem darf man nicht das Essen entziehen, nicht die Heizung abdrehen, nicht das Licht abdrehen und nicht die Medikamente wegnehmen. Und die Vollsanktionen waren, da wurde auch der Krankenversicherungsschutz gesperrt, also das war Versagung ärztlicher Hilfeleistung. Und was es auch nicht gibt sonst im Rechtsstaat, ist, dass ein Fallmanager in Personalunion als Ankläger, Richter und Vollstrecker in einem Menschen die gesamte existenzielle Grundlage wegnehmen konnte. Und das ist passiert bis vor kurzem. Jetzt sind es nur noch 30% Kürzungen. Auch das sind Hungerstrafen. Wenn man es sich ausrechnet, bleiben nach Abzug der Fixkosten 1 € bis 3 € pro Tag zum Leben für alles. Also auch das sind Hungerstrafen. Aber da muss man abwarten, wie sich das jetzt entwickelt. Es ist zumindest mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und das scheint jetzt allen langsam klar zu werden. Ja, das Problem vorher mit den Sanktionen war einfach, dass die entsprechend aufgerechnet worden sind. Habe ich 30% Sanktionen, es kommen noch einmal 30 dazu und dann noch einmal und dann unter Umständen ein Versäumnis, weil wir nicht zum Termin gekommen sind und schon sind die 100% da. Aber diese 100% beziehen sich auf den Regelsatz und nicht auf die Unterkunft. Natürlich wurde die Miete gekürzt. 100 Vollsanktion heißt auch Miete weg. Das ist ja genau das, was das Bundesverfassungsgericht jetzt verboten hat. Gott sei Dank, endlich mal. Genau. Was ist unter dem Begriff Vollsanktion zu verstehen? Die meisten sagen nämlich Vollsanktion. Es ist aber keine Sanktion als solches, sondern eigentlich nur eine Einstellung, eine Leistungseinstellung aus irgendwelchen Formalitätsgründen. Und
Das ist aus meiner Sicht im Prinzip immer so Fakt gewesen. Die hundertprozentige Vollsanktion inklusive der Miete, in Anführungsstrichen jetzt erst einmal, war bei den U25 möglich. Die war immer möglich. 34.000 Vollsanktionen im Jahr 2018. Genau, die war da bei den U25 möglich. Wohingegen, klar, wenn die dann natürlich alleine gelebt haben, haben sie natürlich die sogenannte A-Karte gezogen, weil dann können sie relativ schnell auf der Straße stehen. Wohnen sie aber in einer BG, zum Beispiel bei den Eltern und so weiter, in dem Moment, wo der Jugendliche dann die Vollsanktion bekommen hat, können oder kann der Rest der BG den Antrag stellen auf Ausgleich der Mietzahlung. Also alles nicht so schlimm, oder wie? Nein, de facto, die Unterkunft ist immer noch gesichert. Nein, sie war nicht gesichert. Im Jahr 2011 musste die Diakonie oder die Caritas über 5.000 Schwangere, von denen viele voll sanktioniert werden. Jetzt fragen Sie nicht, warum. Weil sie in der Großküche nicht arbeiten wollten. Weil sie in der Großküche mit Blutungen nicht arbeiten konnten. So ist das. Und es wurden im Jahr 2018 noch 1.200 Müttern mit ihren Kindern alles genommen vor diesem Urteil. Und wenn das irgendjemand noch gut heißt, es war verfassungswidrig. Nein, ich werde verrückt hier, wirklich wahr. Wir reden da einander vorbei. Wurde alles genommen, kann ich so erst einmal nicht stehen lassen. Man muss sich den Einzelfall wirklich immer genau anschauen. Nein, es ist ein Rechtsbegriff. Vollsanktion heißt gar nichts mehr. Auch kein Krankenversicherung. Das ist ein Rechtsbegriff. Ich weiß nicht, sind Sie nicht rechtskundig mit diesen Sachen, mit denen Sie umgehen? Ich verstehe es wirklich nicht. Also das ist ja wirklich, das verstehe ich nicht. Also Vollsanktion. Das ist Vollsanktion. Ja, natürlich weiß ich, was eine Vollsanktion ist. Also, alles weg heißt Vollsanktion so, und das ist verboten. Aber der Begriff Vollsanktion wird sehr gerne hergenommen, weil einfach nur die Leistung eingestellt worden ist. Ja, wie das hergenommen wird, ist wurscht. Aber was Das bedeutet, ist nicht wurscht. Ja, das ist völlig unerheblich. Was es wirklich bedeutet, nein, es bedeutet alles eine weg. Eine Sanktion ist ein fehlerhaftes Verhalten und eine vorläufige Einstellung des Bescheides. Wird auch bezeichnet als Vollsanktion. Gar nicht fehlerhaftes Verhalten. Auch willkürlich. Ja. Weiß man seit Inge Hannemann, die Hartz-Diktatur, sehr empfehlenswertes Buch. Ja, okay, das so mag ich mich nicht streiten. Nein, das ist so. Okay, was vielleicht interessant ist, interessant mit den Sanktionen. Ich meine, es gibt diese Versäumnissanktionen, wenn man nicht hingeht. Genau. Zum Beispiel. Das ist eine Sanktion. Das ist so dann 10% und wenn man noch einmal nicht hingeht, dann sind es 20% und dann noch einmal sind es 30% und jetzt dürfen es nicht mehr werden als 30%. Genau, und immer nur im Nachhinein, früher hat man die 30% 2x30 aufgerechnet als 60%. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Genau. Jetzt werden die 30% immer abgearbeitet, Stück für Stück. Und jetzt muss für jede Person, es muss ganz anders der Einzelfall angeschaut werden. Ja. Das ist auch ein Fortschritt. Ich meine, die Realität in München zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es hier ist, ist das bei Einladungen gibt es ein Versäumnis Rate von 50%. Es sind ungefähr 50% von den Einladungen zum Amt würden nicht wahrgenommen. Es ist aber nicht so, dass 50% gleich sanktioniert werden. Genau, auch das. Gott sei Dank wird nicht so vorgegangen in unserer Umgebung. Es mögen schon andere Jobs hintergeben, wo es schlimmer ist. Streitig auch mit Sicherheit. Und auch ein Tipp für Leute, die selber wenn man mit den Ämtern redet, hat man eine Chance, einfach eine Hilfestellung, angedrohte Sanktionen dann hinter sich zu lassen. Genau. Wenn man was verpasst und anruft oder hingeht oder sagt, ja, da ist was dazwischen gekommen, ihr habt nicht können, irgendeine Ausrede, wird in der Regel es möglich sein, das wegzutun. Und das einfach für Leute, die sanktioniert werden, eine Ermutigung, auch nicht nur am Boden bleiben, wenn sowas passiert, sondern den Kopf heben und aufrecht stehen und hingehen und als Mensch sich vertreten. Genau. Ich weiß ja auch nicht, ob das, ich sage jetzt einmal, ohne Sanktionen jetzt funktioniert. Kann ich auch nicht sagen. Natürlich gibt es in einem Sozialsystem Arbeitsunwillige als solches. Die sind auch dem Arbeitsamt, dem Jobcenter bekannt, bewegen sich so um die 1%, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und ich sage jetzt einmal,
das ist voll zu verkraften in unserem Sozialstaat. Und aus der Sicht bräuchten wir eigentlich keine Sanktionen in der Richtung. Ja. Wie es ausschaut, wenn keine Sanktionen sind, mag ich mir auch nicht ausmalen. Wobei ich tatsächlich denke, naja, so ganz ohne Androhung geht es jetzt auch nicht. Weil was dann machen? Natürlich, Sanktionen weg, gar keine Frage. Aber dann muss auch ein anderes Programm her, ein anderes System her, wo eine entsprechende Förderung dann da ist, ja, das oder Angebote da sind. Das hat man sich auch mal gefragt, als die Sklaverei abgeschafft wurde. Wie soll das denn dann gehen, dass die Leute noch arbeiten? Nee, das habe ich ja jetzt gar nicht gesagt. Und Frauen prügeln wurde auch mal damit sie nicht vorkommen. Das habe ich ja gar nicht gesagt. Aber das ist die logische Konsequenz des Denkens. Nein. Als Ersatz für die Sanktionen. Die Sanktionen sind dann nun mal jetzt da. Ich kann sie aber nicht einfach streichen. In dem Moment, wo ich aber dann ein entsprechendes Angebot stellen kann, wenn das Jobcenter jetzt Angebote stellt, weil es eben keine Sanktionen gibt, das Verfahren ist ja dann auch ein ganz anderes. Mhm. Möglichkeiten wird es wahrscheinlich oder sollte es wenigstens geben. Wenn man das einfach streicht, dann mag ich mir natürlich nicht ausmalen, was wird oder wie sich die Leute dann entsprechend verhalten. Ich kann auch nicht hergehen und immer nur auf meine Rechte beruhen. Ich habe auch Pflichten. Und meine Devise ist, also erst einmal als Basis gegenüber dem Jobcenter, behandle das Jobcenter wie deinen Arbeitgeber und du wirst kaum Probleme haben. So. Ich möchte noch etwas sagen zu Pflichtverletzungen. Es ist so viel die Rede von Pflichtverletzungen der Arbeitslosen oder auch gar nicht Arbeitslosen, wie wir wissen, auch alleinerziehende Mütter. Dass die größte denkbare Pflichtverletzung hat der Staat begangen, indem er 15 Jahre lang Millionen unbescholtener Bürger und Bürgerinnen mit Sanktionen so bestraft hat, verfassungswidrig. Bei manchen habe ich das Gefühl, sie sind fast selber schon erschöpft durch diesen Kampf und können nur noch mit Mühe widerstehen gegen alles, was von den Ämtern kommt. Warum kriegen die nicht mehr Unterstützung? Die bräuchten das, Unterstützung. Ja. Und die mediale Hirnwäsche, die schon lange vor Hartz IV begonnen hat, nämlich mit dem damaligen Minister Clement, wo er Parasiten, die arbeitslosen Parasiten genannt hat, die mediale Gehirnwäsche ist so weit fortgeschritten, dass, also auch diese ganzen Begriffe, man kann die ganzen Begriffe einfach immer wieder, muss man berichtigen. Schonvermögen ist ein Hohnwort. Es ist ein Hohnwort, da ist überhaupt kein Vermögen. Ja, und so könnte man die ganze sprachliche Ebene schon mal aufdröseln. Und das hat aber so unglaublich Einzug gehalten in selbst die Köpfe von Betroffenen. Ich habe es erlebt, dass jemand aufgestanden ist bei einer Veranstaltung, bei der Diskussion und hat gesagt, ja, ich bin betroffen, es ist gar nicht so schlimm, es ist alles gut. Und ich sagte, ja, super, herzlichen Glückwunsch, haben Sie so ja Glück gehabt. Am nächsten Tag schreibt er mir so einen Brief, was alles entsetzlich ist und was er für Klagen und ich weiß nicht was hat. Die Leute reden sich selber ein, dass es ja gar nicht so schlimm ist und es ist richtig schlimm. Und wenn niemand mehr erschrickt, wenn ich diese Geschichte erzähle von dieser Schwangerin, der gesagt worden ist, das ist ja vielleicht eine Totgeburt, oder von 1100 Schwangere, alleinerziehende Mütter in einem Jahr komplett sanktioniert, 2018. Erschrickt denn da niemand mehr? Erschrickt da niemand mehr? Ja, wir erschrecken, aber die Kameras schauen nicht auf uns, wenn wir erschrecken. Ja, wer hat Bild-Zeitung gesehen am Tag nach dem die Sanktionsurteil? Das war sowas von entsetzlich. Ja, was, wieso? Ja. Ja, dürfen jetzt die Faulen, werden die noch unterstützt mit faul sein oder sowas? Ne? Ja, klar. Aber das ist doch ein Skandal, dass das ganze Sozialsystem mittlerweile auf den Schultern der Ehrenamtlichen ruht. Wenn wir die Tafel nicht hätten, hätten wir Massenhungern in Deutschland. Und wenn wir die ganzen Ehrenamtlichen für die Flüchtlinge nicht hätten, weiß ich nicht, was wir dann hätten. Das ist doch, da kann man doch nicht so, manches ist nicht so ganz gut gelungen. Nein, wir rennen auf eine riesige Katastrophe zu, merkt das niemand? Doch, wir haben schon eine Altersarmut, die ist so krachend, wir bekommen immer mehr Obdachlose, immer mehr Kinder, die obdachlos werden. Ja, Altersarmut, also die jetzt beginnt oder jetzt anfängt,
Jetzt kommen ja so die Ersten, die Unterbrechungen gehabt haben. Ja. Meinen Eltern ging es ja noch gut mit der Rente und ein paar anderen auch noch. Jetzt fällt es halt langsam ab. Ja. Und das Leben wird nicht billiger, sondern teurer. Genau, und da muss der Gesetzgeber halt auch entsprechend einschreiten und sagen, hallo, jeder hat so wie er konnte, dazu beigetragen, die Gesellschaft aufzubauen. Und jeder ist halt ein kleines Bausteinchen. Und der eine verdient halt etwas mehr, der andere etwas weniger. Aber dann muss man da auch hergehen und sagen, okay, egal was du arbeitest, aber du kriegst auf jeden Fall oder darfst das und das erwarten. Es geht einfach nicht, dass Leute ein Leben lang arbeiten und dann nicht leben können im Alter. Ich habe alle Frauen, die ich kenne, die nicht geheiratet haben und nicht reich geerbt haben, und es sind fast, also die haben alle Abitur, mit denen habe ich Abitur gemacht, die haben fast alle studiert. Sie sind alle am Rand oder in der Altersarmut, wenn sie nicht geheiratet haben oder, und die waren alle gut ausgebildet, haben ihr Leben lang gearbeitet. So schaut's aus. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. 50% der Anspruchsberechtigten beantragen nicht Grundsicherung. Weil das war jetzt ein sehr umfangreiches Bild. Sanktionen, warum und wieso, und man verteidigt sie oder auch nicht. Warum können jetzt, ich denke an das Cum-Ex zum Beispiel, Banken und andere Leute, die viel Geld haben, warum können die Gesetzeslücken, denn angeblich ist ja eine Gesetzeslücke, es ist ja nicht irgendwie kriminell, sich die gezahlten Steuern, die sie vielleicht gar nicht gezahlt haben, sich vom Staat aber nochmal vergüten lassen. Genau. Wäre das jetzt ein Hartz-IVler, der das machen würde? Man hat ja zu viel Geld. Nein, dann würde er Sanktionen unterliegen. Gut, vielleicht gibt es mal Gerichtsurteile zu dem Thema Cum-Ex. Genau. Wenn die Immobilienkonzerne in Berlin, der restlichen Republik, Hunderttausende von Wohnungen besitzen, ihr Geld über Liechtenstein, die Schweiz, nach Amerika, Delaware verschieben, dieses Geld dadurch unserer Steuer nicht mehr zum Besteuern zur Verfügung steht. Genau. Also wer geht hin und gibt diesen Figuren, die für mich auch kriminell sind, deutlich kriminell sind, denen so etwas wie eine Sanktion? Sehe ich nicht, kann ich nicht entdecken, Sanktionen. Genau, warum werden die Ärmsten der Armen von Sanktionen erwischt? Erklärt mir das einer bitte mal. Unternehmen, also sprich die wirklich vermögensstarken Unternehmen, die haben Anwälte, Steueranwälte, die suchen das gesamte Steuerrecht nach einer entsprechenden Lücke und die dürfen sie auch ganz legal nutzen. So. Klar, irgendwann kommt das Finanzamt dann dahinter, schließt diese Lücke und dann suchen die halt nach einer neuen Lücke. Aber bis dahin ist es straffrei, weil ich mich im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten bewege. Es geht nicht um moralische Fragen, ob wir vielleicht gegen ein bisschen zu viel gegen den Reichtum der Reichen sind. Nein, das ist nicht wirklich die Frage. Es ist natürlich unchristlich, es ist unsittlich. Es ist zynisch, es ist alles, was schlecht ist, wenn die einen super reich und die anderen super arm sind. Das ist schon mal klar, aber es geht doch auch um eine andere Frage. Wie wollen wir unsere Wirtschaftsordnung, unsere Gesellschaftsordnung, wie wollen wir sie weitergestalten? Wollen wir sie weiter nach dem Muster kauft, kauft, kauft und ein bisschen Profit ist doch nicht schlecht? Und Scheuer, unser Minister, sagt, ach, ich will da nicht um die Ecke rumkommen, wo es um Sanktionen geht. Nein, er will keine Sanktionen, weil er natürlich sein Klientel schützen will. Genau. Nicht aber die vielleicht Hartz IV unterliegen, die dürfen jede Menge. Nein, es geht um etwas anderes, um den Umbau unserer Gesellschaft. Wir zerstören diese Erde zum Beispiel. Wir machen einen Krieg nach dem anderen, sollte man auch mal erwähnen. Die Hälfte der Menschheitsbevölkerung hat keine sozialen Sicherheitssysteme. Wenn die nach 3 Tagen was einkaufen wollen, haben sie immer noch nichts im Geldbeutel, weil sie nicht mal reguläre Arbeitsplätze und nichts haben. Ja. Und wir beherrschen diese Welt, wir haben das alles. Also wir alle, wir sind ja, würde ich mal so sagen, ja ein bisschen positiv beeinflusst. Wenn unsere Großindustrie viel Gewinne macht, kriegen wir auch noch ein bisschen Löhne. Allerdings halten die nicht mit. Aber alles andere geht vor die Hunde. Und wer weiß, wie die Figuren hinter Trump Kriege machen werden in der nächsten Zeit. All das wissen wir nicht. Ja, und warum stehen wir nicht gemeinsam auf und verändern diese Situation und schaffen eine solidarische Gesellschaft?